Lieben, ist es richtig, eine Runde mit der Schädelalte? Schädel-Olga. Brun-Olga. Und zwar, die wurde ja reworked. Ich habe dazu ja noch kein Video gemacht. Ich habe die ja noch nicht aufgenommen. Weil ich habe ja, wie gesagt, derzeit kein DVD gespielt, diese Wäsche. Und ich muss sagen, ich liebe die. Das Rework ist einfach so gut. Sie ist komplett jetzt auf Shade. Ich bin eingeschränkt. Nice. Danke, Kürbis. Das Rework ist so gut. Sie ist jetzt komplett auf Shades aufgelegt. Nicht mehr auf Gencampen, sondern auf Shades. Und es ist so gut. Es ist so gut. Ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt. Sie macht extrem viel Spaß. So, ich habe jetzt gescannt. Also. Ich bin jetzt auf Speed. Oh, es ist so cool. Du bist einfach mit der Alten die ganze Zeit auf Speed. Und meine Brille auf. Du bist die ganze Zeit auf Speed mit der Alten. Die hat jedes Mal, wenn ein Survivor von der Drohne entdeckt wird und diese Survivor sehen ja die Dings nicht mehr, bekommst du einen Speed-Bonus. Und was unentdeckbar, also so genauso wie davor. Das geht dann irgendwie so dreimal. Also wenn so weit dreimal von der Drohne entdeckt werden, kriegen sie eine Klammerfalle und werden verletzt. Wenn sie gesund sind oder bekommen halt Brocken und werden verlangsamt mit einem bestimmten Addon. Die Addons, die ich jetzt hier habe, ich habe so ein verlangsamtes Addon und ein Addon, was Metaflux kontert. Nice. Ja, ist geil. Ich empfehle euch, wenn ihr Probleme habt, geht Made for this oder irgendein oder überhaupt, also dann spielt sie. Die ist so gut jetzt. Sie ist perfekt. Sie ist einfach perfekt jetzt. Ich meine, okay, außer das ist dahin immer noch. Aber ich meckere nicht mehr, wird das sein, weil wir haben jetzt Singularität. Ich bin Toaster. Oh, muss hin. Ach da. Und ja, auch ein Grund, warum ich die spiele, ist einfach, ja, ich bin geschützt. Das ist der Arsch. Auch ein Grund, warum ich das spiele, ist wegen der Waffe, ist halt eine Halloween-Waffe. Hat auch so eine Süßigkeiten-Waffe. Wo ich es echt schade finde, dass sie nicht die Clown einfach in Zuckerstangen gemacht haben. Warum nicht? Behavior. Warum? Mir juckt das Auge. Da rennt einer. Ja, und die hat eine neue Chase-Musik. Hört sich an wie, wie eine Waschmaschine. Mal wieder. Komm, komm, komm. Hi, ich habe noch keinen Speed Boost. Aber da jetzt die Scheißmaske gehabt. Mach dich hier nicht lächerlich. Ja, ich komme eh. Wollte ich eh nicht haben, weil du bist, glaube ich, schon dann bei der Dämmung. Ja, er muss erstmal von der Drohne erwischt werden. Er muss erstmal von der Drohne erwischt werden und dann. Aber leider rennt der instant raus, also es dauert immer ein bisschen. Also es ist am besten, wenn du in starkem Loop bist. Ist hier unten. Ah! Los, Drohne! Ja! Was sind die Augen aus? Jetzt macht er wenigstens ein bisschen Schaden, wenn er wenigstens eine Klemmerfalle kriegt. Nochmal entdeckt. Ich hab Speed. Noch mehr Speed. Bloodwash plus Haze. Ja. Okay, hab ihn. Was juckt denn hier so? Oh.
Machen wir einen Zopf, wenn ich dir bitte spiele. Der wahrscheinlich auch ein Zopf. Sag mal, hängt das jetzt schon wieder? OBS? Ich muss nachher gucken, ob die Aufnahmen wirklich aufgenommen haben. Ja, ich habe den Gen verloren. Oh Mensch, die machen die Gen schon wieder so schnell. Das ist zum Kotzen. Man hat immer das Gefühl, nach jedem scheiß Patch sind die Gens schneller. Was haben die eigentlich überhaupt die Gens gemacht? Ich habe gar nicht so beachtet. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, sie ist jetzt komplett auf Chase ausgelegt. Also du hast die Drohnen nicht mehr, um Gens zu verteidigen. Außer sie rennen lang, aber... Du hast jetzt nicht so, dass du jetzt, wenn Survivor an Gens sitzen, dass du die ganze Zeit die Survivor siehst und die exposed werden. Das ist es nicht mehr. Sobald Survivor an Gens sieht, dann wird er nicht markiert. Ah, aber einer wurde markiert. Ja, am Gens. Ja, geiler Vorführeffekt. Aha. Du hast aber schöne lilane Haare. Setz die Maske ab! Corona ist vorbei, du machst ihn nur noch lächerlich. Oh, ey. Es gibt immer noch Leute, die damit rumlaufen. Ey, ich hab letztens, ich saß mit meinem Fahrrad, ich saß... Oh, da wurde gerade einer von der Klammer verletzt. Ah, hab dich, weil ich auf Speed bin. Letztens, ich war mit meinem Fahrrad an der Ampel, kommt mir ein Auto entgegen, was an der Ampel stand, sitzt da eine ältere Dame drinne, mit Maske, alleine! Aber merken die es nicht immer? Wollen die es einfach nicht irgendwie merken? Ja, die ist hier irgendwo näher. Ah ja! Ja, ja, jetzt hat die auch einen Speedboost. Kaputt! Besser. Ey, ich verstehe es immer noch nicht. Also, ich glaube, die Leute, die wollen es einfach nicht merken. Ich sag dazu nichts mehr. Ich werde keine mehr tragen. Also, sollte irgendwann mal irgendeine neue Pandemie, irgendwas kommen. Sollte sich hier unser Mr. Karl Lauterbach, ich habe Gammelszene, sich für irgendwas ausdenken. Einzig fest, ich trage keine Maske. Ich werde schon wieder politisch hier, aber ich will es einfach. Danke, danke, Yui. Ja, dieses Gottfenster hier. Und noch ein Gen. Ja. Ja, wie gesagt, sie kann halt keine Gens mehr verteidigen, richtig. Das ist das Problem. Du bist zwar jetzt gut in Chases, aber sie hat halt kein Map-Pressure mehr. Aber gut, das ist... Stell dir mal vor, du wärst gut in Chases und hättest Map-Pressure. Der ist tot. Bleigt, weißt du? Beides Killer, die Map-Pressure haben, plus in Chase extrem stark sind. Das ist einfach nicht balanced. Ein Killer muss schon Nachteil haben. Hier zum Beispiel Singularity, bestes Beispiel. Er hat eine Chase-Fähigkeit mit seinem Port, hat aber auch Map-Pressure, weil er halt überall nachschauen kann, wo jemand ist, mit seinen Kameras. Hat aber dafür... kann aber dafür gleich gekontert werden. Mit den EMPs. Alien, was ich auch noch aufnehmen werde. Hier ist Xenomorph. Auch. Gute Map-Pressure. Eine gute Chase-Fähigkeit. Man kann aber kontern mit den Turrets. Bei Blight und bei Nurse hast du nichts. Du hast nichts irgendwas, um deine Fähigkeit zu kontern von den beiden. Also wenn ein Killer kann ruhig schon beides haben. Aber, er muss aber auch einen Nachteil haben. Also irgendwas, wie man diese Fähigkeit erkundigen kann. Mensch, warum habt ihr alle lila Haare? Ich werde meine Haare nicht so rot färben. Wahrscheinlich. Partnerzeit mit meiner Freundin.
Hier sind Parteien. Nee, dachte ich, hier sind Parteien. Ja, ich kann schon wieder dieses Scheiß-Event nicht. Ich sehe rein. Ich sehe, ich sehe. Das hatte ich auch schon oft gehabt, dass dieses entweder da verstecken im Strudel oder die gehen halt gleich wieder raus und du als Killer suchst sie erstmal hier drin den Survivor. Hatte ich auch schon sehr oft gehabt. Ich mal gleich mal. Hier füttern die Geister. Eigentlich habe ich keine Zeit. Na, ja, okay, das war die letzte. Scheiße. Ja, wie gesagt, die Gens sind halt so schnell zur Zeit. Ich habe vor ein paar Runden Rätsel gespielt. Wegen dieser Turmaufgaben. Das hab ich schon in meiner dritten Runde erzählt. Und ich habe nur 2 Kills bekommen. Mit Rätsel! Weil die Gens so schnell sind. Mensch, setz die scheiß Maske ab! Das Schöne ist, ich kann hier rumbrüllen, wie ich will. Meine Eltern sind nicht da. Also meine Mutter. Ich habe nur eine Mutter. Und eine Schwester. Und die sind beide nicht da. Die sind im Urlaub. Nö. Dich töte ich, weil du eine Maske fasst. Oder? Ja. Nee, die hat den Job zu wickeln. Du wirst getötet. Schäm dich. Setz es ab. Nächstes Mal. Dann darfst du raus. Alexis ist baskenfeindlich. Oh, okay, der ist in der Tür geöffnet. Nice! War aber eine schöne Runde. 3 Kills dazu noch bekommen. Ja, ist auch eine scheiß Map. Aber ich hoffe, ihr habt bis gesehen, wie sie ein bisschen funktioniert. Also sie ist sehr cool. Es hat immer noch eintönig, aber sie macht sehr viel Spaß. Ich würde es euch empfehlen, mit der zu spielen.